So, hallo, weil heute früh extra so ein massiver Chemtrail war über München-Solln, aber jetzt sind heute jetzt einmal extra viele Lichter da, weil mir das einfach langweilt und ich euch jetzt einfach mal die Augen aufreiß. Ist mir scheißegal, ob ich ein paar unter Schock dann stehe. Ich habe halt massiv viele Lichter kommen lassen. Die Lichter kommen nicht zufällig. Da ist jetzt mal eins. Da drüber ist auch eins. Das ist schön zum Sehen. Das ist schön groß. Das sind halt ungefähr locker 40 Lichter am Himmel. Das sind richtig viel heute gekommen. Und mir ist das jetzt wurscht, ob ihr das kapiert oder nicht. Ich druck's euch jetzt einfach in euren Schädel rein, wie ich bin, verstehst? Und wenn du meinst, ich bin nur ein normaler Mensch, dann halt einfach auch die Lichter an den Himmel. Mach das mal, du Pfeife. Oder schalt mal dein scheiß Hirn ein und kapier mal irgendwas, verstehst? Was abgeht auf der Welt? Wer ich bin, wer ich geworden bin. Ihr Pfeifenwichser, ihr Blöden. Schon langsam kotzt mir das alles oder da unten, echt. Da ist das andere, ist ein drittes Licht. Es sind halt locker 40 Lichter wieder am Nachthimmel. Da, das bewegt sich jetzt sogar vor und zurück. Das bin jetzt nicht ich mit der Kamera, weil so schnell ist der Zoom gar nicht, dass ich das Licht so schnell vor und zurück zoomen kann. Das bewegt sich jetzt ein bisschen über mir. Es sind ungefähr wieder 10, mindestens 10 Lichter. Kannst du jetzt sagen, über dem Hof, über dem Haus selbst sind nochmal 10 bis 20 Lichter. Und in der Umgebung ringsherum, was ich jetzt sehe, sind locker 30 Lichter. Ich schau jetzt mal, ob ich die da umherkriege. Ja, da ist die Kamera schwach. Jetzt schau ich mal, wenn ich einfach mal voll rein zoome, ob ich irgendwas herkriege. Ja. Geht nicht. Das da ist zum Beispiel jetzt ein massivster Vollmond. Schaut mal, das O, den kriege ich sogar her mit der Kamera. Ist das geil oder was? Hey, der strahlt halt so schön. Massivster Vollmond ist das halt. Da. Also, ich weiß auch nicht, ob man mit einer kleinen Handkamera, so wie es ich habe, einen Mond normal so nah herzoomen kann, dass man sogar da, was weiß ich, wenn man es jetzt sagen willst, so, keine Ahnung, wie ein Kontinent oder was weiß ich, auf dem Mond siehst. Also der ist halt massiv nah da an der Erde. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Ich bin kein Wissenschaftler, die wo nichts wissen und meine, dass trotzdem irgendwas verstehen. Aber das ist schon massiv, wie ich heute den Mond herkriege. Das ist schon brutal. Und letztes Mal war er noch näher da. Also da habe ich bloß keine Kamera gemacht, keine Aufnahme. Aber das ist schon massiv jetzt momentan, was alles abgeht. Ich gehe jetzt ein bisschen rum und mache noch ein paar andere Lichter. Das ist jetzt wieder ein anderes Licht. Ah, das kommt jetzt. Da. Das ist jetzt ein. Ja, die bewegen sich halt richtig massiv voll. Darum kriege ich es nicht so gescheit her. Und für euch Schwachköpfe, die wohl den Chemtrail immer verursachen, die komische Merkel und was weiß ich, ihre Handlanger, und ihr scheiß Pisser, wo's in die Flieger drin hockt und gewissenlos das Zeigel über eigene Menschen, hey, ihr seid auch Menschen, die Familie der Menschen. Und ihr seid seelenlose, charakterlose Dreckschweine und kommt einmal vorbei bei mir, wenn's wollt. Traut euch das einmal, ihr Schwanzlutscher, ihr Krätzigen. Ihr wo's da in die Flieger hockt und den Scheiß versprühen werdet. Habt euch Eier in der Hosen. Ich finde, dass deine Mutter eine Hure war und jeder, wo in so einem Flugzeug hockt, jeder Techniker, jeder, wo das im Vorhinein geplant hat, wo die Dinger, die
was weiß ich, Behälter baut. Jawohl, ihr seid alles. Bastarde, Dreckschweine, ihr seid das Letzte, was es gibt auf der Welt. Meid's euch mal bei mir, meid's euch mal, bitte. Dann schicke ich euch ein paar vorbei, die wo euch besuchen. Macht's das mal. Oder schickt mir mal einen Namen von euch. Dann lernt's mich mal kennen, ihr Pisser, ihr Blöden. Es ist jetzt wieder an das Licht. Ich kann bloß so die 10 Besten immer herzoomen, weil für die anderen ist die Kamera einfach zu schwach. Aber da, sonst sind sie immer relativ ruhig am Himmel. Und dass sie die heute so viel massiv bewegen, ist kein Zufall, verstehst? Weil irgendwie muss der Chem, Scheißdreck, was ihr in die Luft sprüht, ihr seelenlosen Dinger, euch wieder wegkommen. Vor allem über da, wo ich wohne. Weil ich sehe das nicht ein, dass ich mich von euch vergiften lasse. Von euch Flachwichser, von euch Herzlosen. Und darum sind heute ja, locker 40 Lichter da. Und die Lichter machen was, das sage ich dir. Die sind nicht nur zufällig da. Ich lass mich nicht von euch vergiften. Von euch kranken Schweine, ihr Dreckigen. Wo ihr euer eigenes Volk vernichtet. Ich weiß ja nicht, ob ihr Deutsche seid, wo in den Flieger hocken. Auf jeden Fall seid ihr seelenlose Bastarde. Das kann ich da gleich sagen, das kann ich da schriftlich geben. Schwanzlutscher seid ihr, Verpissende. Da drüber ist auch noch mal eins. Ja, und die 10 Besten kann ich halt herzoomen. Aber jetzt, wenn ich hochschaue, halt, ja, ich verwackelt. Wenn ich hochschaue, da ist halt, sind bestimmt wieder 20 über mir, jetzt gerade. Also die sind halt richtig massiv voll, die Lichter. Und irgendwann fällt die blinden Zollner schon mal auf, dass massig viele Lichter am Himmel sind. Ist mir wurscht, die kommen jetzt jeden Tag. Immer für die nächste Zeit. Jetzt die Schnauzen voll ab, dass ihr nichts kapiert. Da zwischen die Bäume ist jetzt auch nochmal eins. Also ich nehme immer ein anderes Licht auf. Ja. Ich tue nicht fünfmal dasselbe Licht aufnehmen. Sondern jedes Mal, wenn ich jetzt ein Licht irgendwo herzoome, da die bewegen sich halt so massiv, Mann. Da ist. Weil wenn die Luft sauber ist, bleiben die normal ruhig am Himmel stehen. Aber jetzt müssen sie sich leider ziemlich viel bewegen, die Lichter. Weil einfach die deutsche Regierung herzlose Bastarde sind, wo ihr eigenes Volk bewusst mit Chemie vollspritzen. Und ich sage euch eins, das hat ein Nachspiel. Ihr werdet es schon sehen, ihr Penner, wenn ich mal nicht mehr da bin. Ich kaufe mir euch alle, einen nach dem anderen. Einen nach dem anderen, keiner wird vergessen von euch. Und das ist kein Spui, kein Spaß, genauso wie der Chemscheiß am Himmel kein Spaß ist. Aber solange ich da bin, bin ich nur wie jeder andere Mensch auch. Aber die Zeiten werden sich ändern. Irgendwann bin ich nicht mehr da. Und dann bin ich für ewig woanders. Und ein normaler Mensch kann sich Ewigkeit nur nicht vorstellen, wie lang das ist. Aber das kriegst du dann schon noch mit. Die, wo jetzt meine, die müssen Gift über mir versprühen. Die kranken Dinger. Da drüber, warte mal. Kriege ich das jetzt auch her? Da ist jetzt wieder eins. Da sind zwei da nebeneinander. Aber das zweite finde ich jetzt nicht. Halt. Ah, da ist. Da ist gleich daneben auch nochmal eins. Ich schaue jetzt, ob ich es mal finde. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder das von vorher ist, weil es sind zwei Stück, aber relativ weit auseinander, nicht so nah. Dass jetzt auf einmal drauf geht. Ah, da, da sieht man es, siehst du? Da, die zwei nebeneinander. Das sind zwei Stück nebeneinander. Da,
zwei Stück nebeneinander. Ja, und sind extrem viel Lichter heute. Mehr wie sonst. Weil der Scheißdrecker, der Himmel mal wieder sauber gemacht werden muss.